Hallo ihr Lieben, heute kommt das versprochene Rezept mit Sauerkraut und zwar mache ich Sauerkrautsuppe. Krautsuppe haben wir dazu immer gesagt. Ja, dafür brauchen wir natürlich Sauerkraut. Ich teile das jetzt zur Hälfte. Ich mache zur Hälfte Sauerkraut und zur Hälfte frisches Kraut. Das kann man machen, wie man möchte. Wir machen es so. Dann brauchen wir Zwiebeln. Hier habe ich 2 große Zwiebeln schon klein gehackt. Kartoffeln. Am besten ihr nehmt mehlig kochende Kartoffeln, die schmecken am besten in der Suppe. Dann habe ich hier 2 zerkleinerte Tomaten, 2 große zerkleinerte Tomaten. Ihr könntet auch stattdessen Tomatenmark oder sowas nehmen, schmeckt auch sehr gut. Hier habe ich Lorbeerblätter, ein Suppengewürz, was man so nimmt zu Hause, kann jeder das nehmen, was er gerade hat. Ich benutze gerne das Frei von Telefix. Und dann brauchen wir ein bisschen Salz und Öl zum Anbraten. Das war's auch schon. Als erstes habe ich hier einen Topf. Da kommen die Kartoffeln rein in heißes Wasser. Ich habe den Topf schon zur Hälfte mit heißem Wasser gefüllt. Diese Kartoffeln werden 10 Minuten lang vorgekocht und danach kommt das Sauerkraut und das frische Kraut noch dazu. Aber erstmal kommt der Topf jetzt auf den Herd und kocht 10 Minuten vor. Während die Kartoffeln jetzt kochen, mache ich die Zajarka, nennen wir das immer. Also so ein bisschen Gemüse anbraten, Zwiebeln anbraten und das macht die Suppe nachher richtig geschmackvoll. Dafür nehme ich ein bisschen Olivenöl, tue das schon in die vorgeheizte Pfanne und dann kommen die Zwiebeln dazu. Die brate ich so goldig an. Und nachdem die Zwiebeln angebraten sind, kommen dann die Tomaten dazu. Die Zwiebeln sind jetzt schon schön goldbraun angebraten. Es entstehen wunderbare Röstaromen. Jetzt kommen die Tomaten dazu. Die werden auch noch mal schön mit angebraten. Tomaten braten jetzt so schön vor sich hin hier und jetzt kümmern wir uns weiter um die Kartoffeln. Die haben jetzt schon ein bisschen vorgekocht, 10 Minuten ungefähr. Heiß. Jetzt kommt das Sauerkraut dazu. Das habe ich vorher einmal schön durchgewaschen im Wasser, damit es nicht zu sauer wird nachher in der Suppe. Das frische Kraut kommt auch dazu. Die Lorbeerblätter. Dann kommt Suppenbrühe dazu. Ich nehme jetzt hier ungefähr einen gehäuften Esslöffel. Die Tomaten zwischendurch nicht vergessen, dass sie nicht anbrennen. Es ist wichtig, dass die Kartoffeln erstmal getrennt von den Tomaten kochen. Denn wenn man die Tomaten gleich zu den Kartoffeln dazu gibt, werden die Kartoffeln so ein bisschen hart und werden nicht so schön weich, wie man das dann gerne in der Suppe hätte. So, das alles rühren wir jetzt einmal schön um. Und das Salz natürlich nicht vergessen. Hier bei der Sauerkrautsuppe vorsichtig mit dem Salz sein, denn das Sauerkraut an sich ist ja schon salzig. Nicht ganz so viel Salz dazugeben, lieber später noch etwas nachsalzen. Das alles rühren wir jetzt einmal um und dann kommt das wieder auf den Herd und kocht weiter. Ich sage euch dann nachher, wie lange es bei mir genau gekocht hat, bis das Kraut schön weich ist, so wie man es gerne mag. Manche mögen es ein bisschen bissfester, manche etwas weicher. Ich vermute mal so 25 Minuten wird es jetzt kochen. Die Krautsuppe hat jetzt fertig gekocht, eine halbe Stunde lang. Jetzt kommen die Tomaten dazu. Die haben auch schön fertig gebraten.
Die Röstaromen von den Tomaten sind so lecker. Und Tomaten und Zwiebel anbraten zusammen. Sehr lecker. So, das rühren wir jetzt alles schön um. Und wer mag, kann seine Suppe noch mit frischem Dill abschmecken. So machen wir das immer. Das schmeckt sehr, sehr lecker und frisch. Das Ganze nochmal vermischen. Und fertig ist die Krautsuppe. Und die schmeckt so lecker, ihr Lieben. Jetzt gerade im Winter, wo es draußen kalt wird und fröstelt, so eine schöne Suppe, immer etwas Leckeres. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und sage bis zum nächsten Mal.